So, herzlich willkommen, meine Grie und Grieren, zurück zu Expeditions Rome. Mir ist das letzte Mal tatsächlich OBS abgestorben. Zum ersten Mal seit, keine Ahnung, seit Menschengedenken vermutlich. Gott sei Dank nehme ich mit MKV-Dateien auf. Das bedeutet, dass der Rest von der Aufnahme brauchbar war. Ich habe es nämlich ein bisschen später erst gemerkt. Ich habe es im Augenwinkel gesehen, aber dachte mir jetzt da halt nicht viel dabei. Ich kann euch jetzt kurz zeigen. Ich meine, die ersten haben wir gemeinsam durchgeforstet, wie wir sie ausrüsten. Ich glaube, bei Julia Kalida ist es stehen geblieben. Die hätte ich jetzt erstmal so ausgerüstet. Warum eigentlich? Warum eigentlich die griechische Haube und nicht ihre eigene? Kritischer Schaden geht um 1 hoch, wenn er 1 hat. So ein Quatsch. So ein Unsinn. Okay. Einfach leicht. Ja, leicht. Okay. Ich glaube, da, als ich das vorgelesen habe, ist es dann verreckt, die Aufnahme. Kalidos alte Hamata 1. Irgendetwas ist seltsam daran, wie die einfache Loika Hamata bei Julius Kalidos sitzt. Bei ihm sieht das überhaupt nicht bequem aus. Minus 1 Bewegung, 3% auf alle Widerstände. Wir haben hier noch eine einfache... Wow, wir haben hier eine verdammt gute einfache Rüstung. Oh yes, gute Frau. Also da, jetzt kannst du halt absolut nicht mehr verbergen, dass du eine Frau bist, wie man hier sieht. Na, wobei die Schutzplatte vorne schützt noch ein bisschen was. Aber die ist ja mal deutlich besser. Die hat ja unglaublich viele Boni. Also die, das sollten wir so beibehalten. Schauen wir mal bei Waffen. Sag mal, kann es sein, dass ich die Waffen noch gar nicht durchgecheckt habe? Ist das möglich? Sondern dass ich jetzt gerade eben bei Rüstungen war. Was trägst denn du? Einen starken Helm, stark und schwer. Und Rüstung auch stark und schwer. Ja, behalt mal den, das passt schon. Okay, du hast ein Schwert als Zweitwaffe bekommen, wie ist es bei dir, Kollege? Ein leichter Helm? Da habe ich tatsächlich was Schöneres. Also was Schöneres nicht. Ja, wobei, mit den Flügeln kann man sich das sogar irgendwie angucken. Da, hier sogar noch eine bessere Rüstung. Schau her, ist gut, dass du auf uns getroffen bist. Zu Waffen kommen wir, würde ich sagen, gleich. Lasst uns erstmal das abchecken. Was hast du? Du hast einen mittelschweren Helm. Ich glaube, damit kann ich gerade überhaupt nicht dienen. Generell mit mittelschwerer Rüstung sind wir gerade nicht so gut ausgerüstet. Wie schaut's bei dir aus, Kollege? Mittelschwer, mittelschwer. Ach, das sind beides Wählers, gell? Die sind wahrscheinlich ähnlich ausgerüstet. Jupp. Und der Prinzeps ist daheim geblieben. Ja, den Rest behalten wir. Da ist noch ein emotionaler Wert dahinter, den will ich eigentlich nicht weggeben. Und jetzt schauen wir mal kurz nach Waffen. Also wir haben hier natürlich... Wir haben jetzt das Schwert des Achilleus. Es senkt aber auch durchdringenden Schaden. Das Xyphos ist vielleicht schon besser. Es tut mir jetzt leid, ich weiß leider nicht, wie viel wirklich weggefallen ist von der letzten Aufnahme. Also es war nicht mehr viel. Ich dachte eigentlich, dass ich direkt, als ich es gemerkt habe, aufgehört habe. Aber ich glaube, ich bin dann noch raus aus dem Lager. Und es ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Und hab dann nichts. Entweder habe ich noch ein paar, also was heißt ein paar Spots zusammengesammelt. Ihr seht ja hier, das ist ja die Map. Das ist ja die Map hier. Und wenn, dann habe ich hier noch irgendwas auf dem Weg eingesammelt. Ich glaube, ich bin zum Brunnen gegangen oder so. Also ich habe jetzt nichts Großartiges... Nee. Wenn, dann gehst du hier hin. Ich habe jetzt nichts Großartiges mehr gemacht. Ich hoffe, dass es für euch in Ordnung ist, so wie es jetzt lief. Aber eigentlich muss es mitten im Vorgang gewesen sein. Ich kann auch nochmal die alte Aufnahme angucken, ob wirklich was verloren gegangen ist. Aber auf jeden Fall kriegt er jetzt den Xyphos 2, weil der einfach deutlich besser ist. Das wäre sonst ein Schmarrn. Den Speer finde ich so gut, auch mit dem kleinen Schild. Das ist für mich in Ordnung. So, jetzt der Prinzeps. Und dann kriegt er dieses Sonderschwert. Soll er haben, ist mir recht. Was hast du als Zweitwaffe? Ebenfalls ein Speer. Okay. So, bei dir, glaube ich, war es nur der Kampfstab und dann nichts mehr. Und der Kampfstab ist eigentlich sehr gut. Bestia Tabat.
normale Speere als Zweitwaffe. Nee. Nee, das mache ich nicht. Da ist der dann doch nochmal ein ganzes Stück besser. Aber Dolch passt auch so, okay? So, jetzt wollte ich schon... Ranius, ich habe nur Ran gelesen und war dann sofort auf Ranjit von Big Bang Theory. Oh Mann. Sag mal, Schwert ist anständig, aber nicht besonders gut. Weißt was, dann kriegst du einen besseren Xyphos. Bogen passt. Und du hast keine Zweitwaffe. Dann nimm diesen Dolch, junger Sagittarius. Nimm diesen Dolch. Wie sieht's mit dir aus? Schwert, ja, das Schwert können wir austauschen schon mal. Dolch passt für mich soweit. Du bist halt ein... Ah. Weißt was, du kriegst noch einen Speer. So, jetzt sind wir so, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Sag uns doch mal kurz Talismane. Wir haben hier das Amulett des Apollon 1. Gibt es vermutlich auch ein Amulett des Apollon 3. Was macht es? Basisschaden Minimum 1, Fokus Maximum 2. Fokus bringt ihm halt gar nichts. Deswegen Bewegung und durchbohrende Schadenswirkung, denke ich, ist das schon besser. Talisman der Athena. Fokus. Fokus ist doch für ihn genial. Ja, genau, dann kriegt er doch den Talisman der Athena. Hehe, Freunde, so langsam steige ich durch und dann ist das Spiel richtig dran. Jetzt lass uns noch mal kurz zu den Questen schauen. Teil und herrsche, töte die pontischen Kundschaft und stehlt ihre Uniform. Ja, genau, das weiß ich noch. Der Maulwurf in Troas, okay. Asia Minor. Wir müssen 3 Gebiete befrieden. Und wir sind gerade dabei. Und dieses Holzlager soll nämlich hier sein. So, jetzt speichere ich noch ruckzuck ab, Freunde. Und dann können wir endlich wieder zocken. Ich weiß nicht, was da... Ich weiß echt überhaupt nicht, was da passiert ist. Mit OBS, weil das hatte ich wirklich schon... Eigentlich, glaube ich, noch nie. Noch nie. Ein winzig abgelegenes Dorf liegt hier im Blick über einem kleinen Strand. Es ist ein idyllischer Ort, der vom Krieg unberührt geblieben ist. Bis jetzt. Dann würde ich sagen, let's go. Befriedungsmissionen wie diese müsst ihr an eine Gruppe Peritorianer übergeben, die von einem eurer vertrauenswürdigsten Begleiter angeführt wird. Aber wir dürfen nicht selber anführen. Dann führt er sie an. Nein! Wir dürfen... Okay. Wir dürfen die gar nicht mitnehmen. Tauschen wir den noch aus, dann haben wir nämlich von jedem einen. Dann haben wir einen Triarius, einen Veles, einen Sagittarius und einen Prinzeps. Haha. Schau her. Aber er ist gerade nicht dabei. Okay. Da bin ich jetzt gespannt, ob das funktioniert. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Nicht mal, dass wir unseren eigenen Charakter auch gar nicht verwenden dürfen. Wir hätten jetzt natürlich kurz überlegen können. Gut. Wir werden uns gar nichts mehr überlegen. Ich dachte, ob man ihm vielleicht die Speere überlässt, dem Caeso. Also, verbrennt alle 12 Holzstapel, 0 von 12 verbrannt. Caeso, du bist auf jeden Fall vorne. Okay, wir sind dran. Einen Krug Wasser schöpfen.
Und was zum Geier soll das helfen? Wir sollen doch verbrennen. Aber ja, ich nehme ihn jetzt mal mit. Hier oben ist halt ein Bogenschütze, gell? Der könnte schon problematischer sein. Was haben wir? Gezielter Stich. Wieso hast denn du deine Zweitwaffe eigentlich ausgewählt? Depp. Ja, platzier dich mal hier, dann bist du zumindest vor dem da drüben geschützt. So, jetzt du. Der Rest hat seine Primärwaffen, okay. Wir sind jetzt auf dem Weg und dann nehmen wir die mal mit. Diese Wasserkrüge, was auch immer die helfen sollen. Okay, pass auf, geh mal hier hin. So ein Speerwurf hast du gar nicht, oder? Sehnenschnitt, das klingt sehr grob. Was zur Hölle? Was zur Hölle war das denn, Alter? So, geh mal hier hin. Und dann machst du den hier. So, let's go. Seht ganz genau hin. Glaubt ihr, ihr könnt mich erwischen? Denkt nochmal darüber nach. Was geht mit den zwei Attentätern da unten? Was wollen die machen? No way. No way. Okay, jetzt verstehe ich das mit den Wasserkrügen. Jetzt verstehe ich das, Freunde. Okay. Defensive Formation. Langsam und gleichmäßig. Okay, Freunde. Ja. She's fire burning on the dance floor. Ich sehe es. Auf geht's. So, erstmal gelöscht und er ist jetzt auch durchnässt. Ich glaube, damit kann er noch eher leben. So, was machen wir? 8 bis 12, hier. Aber der haut ihm dann nur sein Ding weg, sein Schild. Entfernt Blutung von Gegner. Wo bist denn du? Kannst du hier hingehen und dann von der Seite... Nee, nicht so. So und jetzt. Bam. Jawohl. Jetzt haust du ihm nochmal auf den Deckel. Bam. Und jetzt kommst du, Junge. Mit einem richtig dicken Hieb und ich will, dass der drauf geht. Yes, Sir. Genau das, was wir gebraucht haben. So. Unser Bogenschütze. Die 3 bis 4 Leben. Wie viel macht der normal? 9 bis 10.
Naja, hilft nichts. Mach so. Ich glaube, viel mehr Schaden können wir da nicht rausholen. Und jetzt versteck dich wieder. So, du mein Freund. Du kannst gar nichts machen, gell? Scheiße. So, renn hier mal rum. Oh, da hinten geht's weiter, Freunde. Sieht gut aus. Ich weiß nicht, was die Attentäter da unten wollen. Also, was deren Auftrag ist, aber es wird sich noch früh genug herausstellen. So, du versteckst dich bitte auch mal vor dem da drüben. Und du versperrst hier den Weg, damit er nicht durchkommt. Wo ist der Schlawu... Hier. Gut, du kannst gar nichts mehr machen. Dann machen wir mit dir weiter. Sehnenschnitt. Das klingt genau nach dem Werkzeug, das ich jetzt brauche. Bäm. Schön. Einfach schön. Okay, du kannst hier eine Fackel mitnehmen, dann mach das doch. Und dann versteck dich mal kurz hier. So, der Rest, du bist versteckt. Du bist dort vorne. Und du hast wieder Schild. Du kommst jetzt gleich mal zurück. Du kommst jetzt gleich mal zu... Naja. Egal. Was? Wir besitzen noch eine Aktion. Ja gut, aber ich kann ja mit ihm nichts machen. Ja, ich kann ja damit nichts machen. So, er hat Blutung. Bleibt standhaft. Lasst sie zu uns kommen. Okay, Feuerpfeil. Jetzt brennen wir. Er ist ein Bot. Ihn kriegen wir easy weg. So, ja, genau. Brandschaden. Jetzt komm mal her. Erstmal Wasserkrug. Bam. Wunderbar. Und du verpasst ihm jetzt gleich mal ganz dicken Schlag auf die Rübe, auf die Bumsbirne. Bam. Und er haut ihn einfach weg, weil er ein geiler Hund ist. Und jetzt lauf schon mal weiter. So, komm. Ja, der ist tot. Passt. Schön. So, was ist hier oben? Ist hier oben irgendwas Nützliches oder irgendein Feind? Nicht, oder? Gut, hier unten sind die ersten Holzstapel. Wie gehen wir am dümmsten vor? Hier sind Pferde. Hier sehe ich noch zwei Soldaten. Und hier sehe ich noch einen. Na, zwei. Okay, wir teilen uns auf. Wir machen das, was man in Horrorfilmen auf keinen Fall machen sollte. Wir teilen uns auf, Freunde. So, du nimmst jetzt mal eine Fackel hier mit. Ah, du hast schon den... Oh, er hat schon den taktischen Gegenstand verwendet. Ja, dann geh in Deckung. So, du. Schaffst du das? Ui, der hat den guten Wurfarm. Er hat den guten Wurfarm. Schön. Schön. Kein Platz mehr frei, okay. Ich tue die jetzt mal ganz unverblümt aufteilen. Ich habe zwar ein bisschen Schiss, dass da irgendwo noch gegnerische Verstärkung. Jetzt steht sie da. Weil die wahrscheinlich die Ding gesehen haben, das Feuer. Okay. Na, okay. So. Wo bist du? Genau, geh da mit und hol dir mal eine Fackel. Da unten ist nämlich ein Gegner, den müssen wir ausschalten. In zwei Runden kommt Verstärkung. Die ersten Holzstapel verbrennen schon. Sehr schön.
Nimm eine Fackel mit. Und dann ab darunter. Da hinten gibt's Ölkrüge. Haben wir Verletzte? Nee. Okay. Nee, ich mach mit ihm jetzt nichts mehr. Dass ihr mich je gesehen habt. Ich. Jetzt seht ihr mich noch. Oh. Wir warten hier, bis der Feind kommt. Nein. Die werden unsichtbar. What? Ich sehe sie. Schnappen wir uns diese Dreckskerle. No way! Halt, halt, halt! Oh, ich kann ihn nicht abbrechen. Schönes Ding. Jetzt ist die Frage, ob ich den da sehen kann. Nee, kann er nicht. Dann so. Oh, ich bin schon wieder am Überlegen, ob ich die wieder abziehen soll. So, schmeiß auf jeden Fall mal die Fackel aufs Holz. Und was ist das da drüben? Öl. Öl, oder wie? Wasserkrü... Sag mal, die sind noch nicht tot, die Freunde hier, gell? Wisst ihr? Gut, was ist mit dir? Kommst du? Du schaffst es gar nicht darunter. Ich habe vorher die falsche Fähigkeit gedrückt. Nur zur Info, ich habe vorher die falsche Fähigkeit gedrückt, als ich mich so aufgeregt habe. Und das war's jetzt. Das war jetzt auch noch saudumm eigentlich, weil ich die jetzt zurückziehe. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo die Verstärkung herkommt und wie schlimm das wird. Deswegen ziehe ich sie jetzt mal lieber zurück. Mal schauen, was passiert, Freunde. Schön. Oh, er ist fast tot. Er ist fast tot. Formiert euch. Wir greifen sie gemeinsam an. Die wir verprügeln sollen. Okay, da kommt Verstärkung. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel da noch kommt von Verstärkung. Machen wir erstmal hier unten weiter. Das gefällt mir persönlich eigentlich am besten, ne? Es ist halt eine 50-50-Chance. Es birgt ein gewisses Risiko. Ich gehe auf Nummer sicher. Ja, schön Schlag in die Kehle erwischt. Nice. So, zieh dich mal zurück. Der Bogenschütze musste weg. Okay, es kommt wieder Verstärkung in 3 Runden. Also das, die Verstärkung endet nicht. Die endet tatsächlich nicht. Jetzt lasst uns mal schauen, wie wir hier am dümmsten weitermachen. Ich denke, es wäre ausgesprochen Krug, wenn du den Krug wegschmeißt. Jawohl. So, Fackel. Und wisst ihr was, Freunde? Wir gehen jetzt hier runter. Auf geht's. Wir versuchen hier unser Glück.
Wir haben zwei Fackeln, dann kann einer vielleicht so ein Ölding nehmen, weil hier sind unsichtbare Gegner. Schauen wir mal, was sie machen. Das war klar, dass das passiert. Ah, da ist ein Ding dabei, ein Sagittarius, okay. Man sieht ganz, ganz leichte Schatten, also so ganz minimal. Sag mal, du kriegst doch den auf einen Hieb weg, oder? Darauf kann ich mich doch verlassen, dass du den jetzt hier zu klein Holz verarbeitest. Close. Very close. Schöner Schuss. Könnte klappen. Es muss aber auch nicht klappen. Es könnte auch schief gehen. Es könnte natürlich auch schief gehen unter ganz, ganz, ganz blöden Umständen. So, du hast noch gar nichts, gell? Hier sind noch 5 Ölkrüge übrig. Was ist das hier? Ist Wasser? So, wirf das mal dahin. Und jetzt müsste doch da dickes Feuer ausbrennen, oder? Ja, ja, da habe ich ihre Attentäter. Ich wusste es, Freunde, ich habe ihn ja gesehen. Ich habe ihn ja gesehen. Schön. Oh, ich liebe es, wenn Pläne aufgehen. Kannst du gleich wieder einen nehmen? Sehr schön. Aber wo kriegen wir jetzt Feuer her? Das ist die große Frage. Wo kriegen wir jetzt Feuer? Er hat auf jeden Fall noch eine Fackel. Nice. Aber da ist noch einer. Hier unten ist noch einer. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich will ihn aber eigentlich nicht abziehen. Aber wir müssen auch, glaube ich, gar nicht alle umbringen, oder? Weil ich meine, es müsste doch theoretisch reichen, einfach nur die Holzstab... Da war er. Und ich konnte jetzt leider nicht erkennen, ob er was gemacht hat. Kommt! Hier lang! Oh, 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 der erste ist verbrannt, Freunde. Jetzt geht's dahin. Jupp, jetzt haben wir hier wieder Platz. Sehr schön. Wie viel hat der? 8 Leben? Junge, das muss einfach klappen. Stark. Was ist das hier? Ein Wasserfass. Go. Hey, wir müssen gar nicht alle verbrennen, gell? Wir müssen nur so ein paar verbrennen. Just saying. Ja. Geil! Es macht so Bock, wenn so ein Plan so schön aufgeht. Oh, da hinten ist ein Gegner. Er ist zu weit weg. Shit, die Banane. Haben wir irgendwie noch eine Fackel? Warte mal, das könnte sogar gehen. Pass auf, schmeißen wir ihn mit Öl ab.
Das mag er nämlich gar nicht. Und dann kommst du her und haust ihm die Fackel in die Fresse, dann verbrennt er auch. Boah, es ist grausam. Wir sind übelst grausam gerade. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mir deshalb keinen Spaß macht oder so. Okay, bleibt mir hier zusammen, Freunde. Okay, der eine Attentäter kommt zu uns, der wird uns jetzt schön auf die Fresse geben. Hier sind wir gut geschützt. Seid bereit! Ja, da seid ihr sehr, sehr gut geschützt. Ja, er hat jetzt sogar das andere. Er hat sogar das andere Holz angezündet, Freunde.